Einen wunderschönen Tag hier aus Orlando. Wir waren heute Morgen schon in den Universal Studios unterwegs. Ich sag mal von 11 bis um 2:30 oder so. Danach wurde es zu heiß. Danach sind wir noch kurz in das Hard Rock Hotel gegangen und haben ein paar Klamotten gekauft. Die kann ich euch gleich auch noch zeigen. Aber hier sind einige Sachen liegen geblieben. Die müssen natürlich auch erledigt werden. Ich habe mir gedacht, ich räume ein bisschen auf und erzähle nebenbei so, was hier so die Unterschiede sind im Apartmentkomplex, was uns gefällt, was uns nicht gefällt. Und ja, wie es uns hier so generell geht. So, ich hoffe, der Winkel geht. Ich will gleich die Spülmaschine ausräumen. Also generell, es gefällt uns hier super gut im Apartmentkomplex. Ihr müsst euch das irgendwie so vorstellen. Hier wohnen natürlich mehrere hundert Leute mit drin. Es ist irgendwie so wie im Hotel, dadurch, dass auch die Flure innen drin sind. Und klar, ich höre Nachbarn am meisten von oben. Von den Seiten habe ich jetzt noch nie wirklich was gehört. Aber oben das Laufen oder Pöllern. Ich weiß zum Beispiel, dass sie abends um 10 Uhr nach Hause kommt. Bis um 11, 12 Uhr räumt sie dann oben auf und staubsaugt. Das kriege ich hier unten mit. Dabei hört sie super gerne Musik, meistens Ed Sheeran. Das können wir hier unten auch Wort für Wort mitsingen. Und meistens so gegen 1:30 geht sie dann nochmal duschen und dann ins Bett. Und morgens um 6:30 steht sie wieder auf. Mich stört das nicht. Ich fand es nur lustig, dass mittlerweile, wenn sie mal später kommt, werde ich hier schon unten unruhig, weil ich kann besonders gut schlafen, wenn es oben rumpelt. Komischerweise. Also, wie gesagt, wenn ihr noch nie im Apartment gewohnt habt, stellt es euch vor, wie im Hotel, ihr hört, wenn die Leute durch den Flur gehen, wenn die Leute nebenan laut sind oder oben der Fernseher läuft, rumgerumpelt wird. Mich stört es nicht, ich finde es ganz lustig und generell sind die Leute hier super nett. Allerdings hatten wir auch schon eine kleine Merkwürdigkeit draußen mitbekommen, als wir das Auto geparkt haben. Also sie haben hier ein Drogenproblem. Aber das hat der Apartmentkomplex selber schon zugegeben. Und ist halt eben so, wenn man abends rausgeht und es kommt ein Auto, fährt langsam am Ausgang und einer kommt nur raus. Sie tauschen kurz was am Fenster aus und dann sind die wieder drin. Ab und zu riecht sie ein bisschen komisch im Building. Ist auch ein Brief rumgegangen, dass du sollst hier nicht rauchen und speziell kein Zeug. Und das finden sie mittlerweile nicht mehr lustig und haben dann eben darum gebeten, wenn man das sieht, was zu melden. Ich halte mich da raus, ich will da nicht mit drin hängen, auch wenn ich was sehe oder nicht sehe. Ich sage mal, das ist deren Problem, solange ich nicht davon betroffen bin und irgendwas habe. Besser raushalten. Eine andere Sache ist, je nachdem, in was für einem Apartmentkomplex ihr wohnt, bekommt ihr manchmal so eine Chipkarte. Das kommt darauf an, ob ihr in einer gated oder nicht gated Community seid, ob ihr an dem Gate praktisch, wo ihr reinfahrt zum Apartmentkomplex, weil man müsste dann Code eingeben, um reinzukommen oder mit so einer Chipkarte. Oder ihr habt halt so eine Chipkarte, um generell in das Building reinzukommen. Die Türen sind verschlossen und dann ist da so ein Piepteil, haltet ihr das Ding dran und damit werden dann die Türen geöffnet. Allerdings war das die ersten 2 Wochen an unserer Seite kaputt. Da hatte ich jemanden darauf hingewiesen, da war nämlich die ganze Tür ausgerissen. Ich weiß nicht, da sind scheinbar welche eingezogen und haben die Türen aufgemacht. Das haben die Schrauben nicht ausgehalten. Und dann habe ich den Mädels vorne Bescheid gesagt, dass sie vielleicht nochmal einen Handyman vorbeischicken müssen, der das Ganze, die Tür repariert. Die stand sperrangelweit auf und es konnte natürlich jeder mit rein. Und der Tack hatte auch nicht funktioniert, weil die Tür nicht richtig schließen konnte, auch nachdem sie repariert wurde. Aber jetzt geht's wieder. Eine andere Sache, die ich auch hier total klasse finde, wir haben so einen Community-Raum und da kann man 24 Stunden lang rund um die Uhr also sich kostenlosen Kaffee, Latte Macchiato und sowas dann machen oder heiße Schokolade und natürlich Billard spielen, in den Pool gehen und einmal die Woche ist ein Event für die ganzen Leute hier im Apartment-Building. Einmal hatte ich ja schon euch gezeigt, dass so ein kostenloser Brunch mit dabei war. Einen haben wir verpasst, da war ich ja zurück in Texas wegen dem Zahnarzt, der gezogen wurde. Das haben wir leider verpasst. Aber nächstes Mal gibt es Live-Musik und Cocktails. Da bin ich mal gespannt, wer da kommt. Und ja, lass uns einfach mal überraschen. Und eine andere Sache ist, ich habe hier deutlich mehr Kraft und Energie als das, was ich in Texas gewohnt war. Und die Tage, wo es mir wirklich gut ging, das kann ich eigentlich an 2 Händen abzählen. Und hier ist es durchgehend, trotz Zahn, deutlich anders. Also ich könnte den ganzen Tag durch die Gegend laufen. Und ihr müsst bedenken, ich habe ja eine Gehbehinderung. Also Treppen und sowas ist weiterhin schwierig, aber ich kann laufen. Und wenn wir durch Universal laufen oder sonst was, sagt meine Tochter immer schon, hey, mach mal langsamer, ich kann nicht mehr, lass mal Pause machen. Und das Problem habe ich nicht. Also ich fühle mich so gut wie noch nie. Das ist der helle Wahnsinn.
Also wir waren heute Morgen unterwegs, es ist jetzt, keine Ahnung, kurz nach 5. Ich könnte schon wieder loslegen, nochmal ins Universal, nochmal eine ganze Runde durch die Parks machen oder irgendwas erkunden. Machen wir vielleicht sogar noch, wenn wir gleich gegessen haben. Aber astrein. Eine Sache, die ich auch ganz toll finde, wir haben oben so eine Dachterrasse und ich kann von hier aus die Universal Studios sehen. Also ich kann Rip Ride Rocket sehen, ich kann Fearfall sehen. Und ich konnte die letzten Abende sehen, dass sie Drohnen getestet haben. Es gibt ja zurzeit keine Feuerwerksshow, die soll ersetzt werden durch Drohnen. Und da konnten wir letzte Tage wirklich sehen, wie sie getestet haben. Das fand ich ganz lustig. Und auch vom Parkplatz kann ich die Universal Studios sehen. Aber natürlich auch umgekehrt, wenn ich dort in der Parkgarage stehe, kann ich unser Apartment sehen. Und ich finde es total klasse, dass alles so super ja, nah aneinander ist. Um hier Sachen zu unternehmen. Das kannte ich ja natürlich aus Houston oder aus der Woodlands Area nicht. Und das macht einfach total viel Spaß. Eben überlegen, hey, was machen wir? Gehen wir ins Desertland, das mit den Autos, also das Automuseum, das hat uns super gefallen. Fahren wir zum Icon Park oder Fun Spot gibt es ja hier in Orlando und Kissimmee. Wir wollen auch nochmal nach Old Town Kissimmee fahren. Da gibt es ein Haunted House, was das ganze Jahr über geöffnet hat. Und ja, es gibt einfach so viele Sachen. Vielleicht gehen wir auch Helikopter fliegen. Ich kann ja einfach mal im Community-Tab, da könnt ihr ja mit abstimmen, was wir machen sollen. Frage ich euch, was ihr denkt, was wir vielleicht im nächsten Video machen sollen. Gebe euch ein paar Auswahlmöglichkeiten. Und das, was am meisten Votes bekommt, das machen wir dann. Ach ja, und eine Sache, die wir festgestellt hatten, nachdem wir in Texas waren, ist, dass unser Wasserzähler weiterläuft. Ich zeige euch das auch mal eben. Seht ihr, der dreht sich und es ist niemand hier, der Wasser laufen lässt. Es ist nicht viel auf einmal, aber das läppert sich. Das ist so ungefähr alle 20 bis 30 Sekunden passiert das. Und es ist niemand hier, der Wasser laufen lässt. Es rauscht auch nichts im Klo, aber es dreht sich einfach weiter. Und ich habe folgende Theorie. Ich habe hier vorne am Pool diese Behälter. Da ist scheinbar die Poolchemikalie mit drin. Und die ziehen alle ja, 20 bis 30 Sekunden in diesen schwarzen Schläuchen das Zeug da raus, aber scheinbar auch etwas Wasser. Und ich denke, dass die da mit dranhängen. Ja, und da hängt auch noch so ein Utility-Raum mit da dran. Da sind Toiletten mit dran. Und ich denke, dass, ja, dass das Problem ist, wo unser Wasser hin verschwindet. Denn mal ehrlich, wo sonst sollen mal eben 60 bis 70 Gallonen Wasser hingehen? Aber eine Sache, die ich hier am Apartment richtig klasse finde, ist der Valet-Tresch. Das heißt, ich packe einfach meine Sachen in den Mülleimer hier rein und stelle den so gegen 6:30 einfach bei mir vor die Tür. Das machen andere auch. Ich muss das nicht machen, aber ich kann es machen. Und zwar 7 Tage die Woche. Und dann wird er irgendwann so zwischen 7 bis meistens 11 Uhr irgendwo in der Zeit abgeholt. Es gibt auch sowas wie einen Trash-Chute. Das heißt, das ist ein Raum, da kann man reingehen, einfach so eine Klappe aufmachen, Müll rein und gut ist. Praktisch wie so ein Wäscheding, wenn ihr, ich sag mal, über mehrere Etagen wohnt und oben so eine Klappe habt, wo ihr die Wäsche reinschmeißt und die kommt unten im Waschkeller raus. Ähnlich ist das so hier mit Müll, aber der ist noch nicht fertig. Aber ich finde es super, dass er so abgeholt wird, wobei sie uns da auch noch so ein bisschen, naja, veralbert haben. Aber das spare ich mir auch für das Video, wo ich mal alles zusammenrechne, was der ganze Spaß hier kostet. Denn mal ganz ehrlich, man kriegt bei allen Apartmentkomplexen zum einen die Miete gesagt, was das kalt kostet, und dann aufgelistet die Nebenkosten. Was du an Wasser und an Strom verbrauchst, ist ja dir überlassen, wenn du einen Zähler hast, der nur für dich ist. Aber eben auch so Sachen wie Parken. Ich kann hier aussuchen, ob ich kostenlos parke. Das ist dann natürlich am Arsch der Welt. Oder ob ich einen bezahlten Parkplatz habe. Auch da gibt es Unterschiede, werde ich auch in dem Video erklären. Und wie man einen da auch noch abzockt. Des Weiteren ist klar, Pest Control, ob du es haben willst oder nicht, aber sie sprühen eben die Property mit dabei. Dann sind natürlich Maintenance-Sachen mit dabei, aber auch so Sachen wie ein Concierge. Ich sehe das Ganze vorne nicht als Concierge an, weil das sind einfach die Mädels, wenn einer reinkommt und sich ein Apartment angucken möchte, die das zeigen. Ansonsten machen die nicht wirklich etwas, was ich als Concierge bezeichnen würde. Allerdings hatte ich mir einen Apartmentkomplex hier angeguckt, der auch den Lazy River hatte. Die hatten wirklich einen Concierge, der auch eben anbietet, dass er mit den Hunden rausgeht. Also wenn man arbeitet, dann kommen die Leute und führen eben die Hunde aus. Das ist was, was ich unter Concierge verstehe.
Ja, man kann die vorne was fragen und dann sagen sie, schreib einen Antrag online und dann, wenn du irgendwas haben willst. Ja, Internet haben wir hier natürlich auch. Der Router war schon an der Wand, als wir eingezogen sind. Und auch da muss ich eine Gebühr bezahlen. Und auch da wurde uns nicht ganz genau gesagt, was das kostet, sondern es ist immer so eine Hälfte Wahrheit mit dran. Aber wie gesagt, das erzähle ich euch alles separat in einem anderen Video. Ich möchte nur einmal den Monat komplett durchlaufen lassen, dass ich wirklich sehen kann, welche Kosten auflaufen. Denn die werden auch, kann ich schon mal voraussagen, es wird nicht alles gleichzeitig gebucht. Es kommt immer mal wieder, alle paar Tage wird etwas gebucht für dies, für jenes und es steht nicht genau dran, was es ist. Das heißt, ich bin immer hinterher und frage dann vorne nach, was ist denn das? Und warum wird das nicht alles am Monatsende abgebucht? Das ist mir nicht so ganz klar und deswegen ist es momentan sehr, sehr schwierig, bis auf die Kaltmiete, zu sagen, was das Ganze kostet. Aber das Video kommt. Ja, und dann war ja noch die Sache mit dem Hard Rock Hotel, wo wir Klamotten gekauft haben. Zeige euch die einzelnen Sachen. Ein paar Sachen davon hat sich meine Tochter ausgesucht, ein paar habe ich mir ausgesucht. Das hat sich jetzt meine Tochter ausgesucht. Eben so ein Shirt mit langen Armen. Dann habe ich wieder was ausgesucht. Ihr werdet jetzt lachen, weil das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Da habe ich aber nicht nur eins von geholt, sondern gleich nochmal zwei. Also nicht, dass ihr meint, ich habe immer die gleichen Sachen an. Ich habe mittlerweile davon 7 Stück. Ich finde die total super, die sind schön weich, die lassen sich gut tragen. Und ich hasse es, wenn ich morgens vor dem Kleiderschrank stehe und nicht weiß, was ich anziehen soll, weil ich so viele verschiedene Sachen habe. Deswegen, ich kaufe meistens die gleichen Sachen, auch von den Hosen, die ich anhabe, habe ich bestimmt 12 Stück die gleichen. Die wechseln, aber es sieht halt immer aus, als ob ich das gleiche anhabe. Also hier schon mal Beweis, ich habe nicht immer das gleiche an. Obwohl, doch schon, aber nicht dasselbe. So, weiter geht's. Die nächsten Sachen sind jetzt auch noch von meiner Tochter. Hat sie sich hier von Harley Davidson was rausgesucht. Und das hier ist auch von Harley Davidson. Ja, und sie ist genau wie ich. Sie hat das gleiche natürlich dann auch schon mal wieder doppelt gekauft. Lange Arm und kurzer Arm. Habt ihr das auch? Ich meine, ich gehe gerne Klamotten shoppen, aber dieses ständige, was ziehe ich an, da bin ich sowas von leid, das habe ich früher gehabt und deswegen kaufe ich eben die gleichen Sachen. Habt ihr das auch? Ja, ich suche jetzt schon mal die Sachen fürs Abendbrot zusammen, denn ich denke, heute gibt es Spaghetti mit Tomatensoße, wenn ich sie denn finde. Ah, da ist er. Ich habe hier bei Publix habe ich eine ganz tolle Tomatensoße gefunden. Ich weiß nicht, wenn ihr mal hier seid, die von Rouse, die ist zwar nicht ganz günstig, kostet glaube ich 10,89 das Glas, aber es ist super lecker. Ist auch gar nicht so viel Scheiß drin. Wirklich, also Ingredients ist zum Beispiel nur Italian whole peeled tomatoes, olive oil, onions, basil, salt, garlic, black pepper and oregano. Das ist alles. Also es gibt deutlich schlimmere Sachen in Tomatensoßen und die schmeckt richtig gut. Ich würde sagen, ich gehe noch ein bisschen kochen und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss!